Ah, muss das Augenring machen. Ach so. Moment. Alter. Mal ein Auto auf den Kopf gekriegt. Oh oh. Oh! Geil. Sich tarnen, oder? Aber im Gehege sind Infrarotkameras. Dazu müsste es seine Wärmesignatur geändert haben. Kein Tier kann sowas. Ach ja, das hier schon. Oh. Es war bestimmt irgendein technischer Defekt. Haben Sie denn nicht aufgepasst? Diese Kratzer waren eine Ablenkung. Wir sollten denken, sie sei entkommen. Ich werde alles im Norden des Parks schließen. Das Eindämmungsteam soll ihn diskret einfangen. Die Existenz dieses Parks hängt davon ab, dass wir mit solchen Vorfällen umgehen können. Reden Sie ein ernstes Wort mit Ihrem Laborteam. Dieses Ding da draußen ist kein Dinosaurier. Sarah, du musst die Jungs sofort zurück ins Hotel bringen. Haddad, ich kann nicht... Langsam. Sie sind was? Ich brauche Hilfe. Meine Neffen sind da unten im Tal. Biosphärental. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Diesmal keine Minikits, krass. Claire Deering Labor. Gray Mitchell. Bürosphärenfahrer Josh. Beobachter und Jurassic World freigeschaltet. Wahrer Belebender. 51. Level abgeschlossen. 52 Stunden. Geschichte Fortsatz. Was war das für einer, Gray? Weiß nicht. Kommt in keinem meiner Bücher vor. Wir müssen zu Tante Claire zurück. Alter, das Wasser. Wie mega es einfach nur aussieht. Wir müssen hier noch ein bisschen, ich will noch ein bisschen rumgucken einfach. Wie kommen die eigentlich hier rein? Ach so, die wurden ja, ach ja, die sind ja entkommen und jetzt rennen die hier rum. Versuchen halt hier rauszukommen. Ja, ich weiß schon. Ich habe ja den Film gesehen. Kann mich aber auch nicht mal an alles erinnern. Aber ich weiß ungefähr, wo das handelt und wie es halt auch indirekt weitergeht. Hey, Kollege. Ach nee, ich dachte, ich kann ihn kaufen. Ich bin bescheuert.
Ich bin auch bescheuert. Ich werde nur spielen hier. Mit Charakteren bin ich stark genug, kleine Charaktere hochzuwerfen. Ich soll ihn schleudern. Da kommt ihr ja nicht hoch, ne? Nee. Zack. Zack. Yeah. Alter, wie der gesprungen ist eben. Generell, wie die manchmal springen können, ist ja unfassbar. Ja, wo haben wir eine Brücke hier? Eine sehr gefährliche, schmale Brücke, würde ich jetzt mal so sagen, ja. Alter. Ich hab mich schon eingeschissen vor Angst. Bei so einer Brücke einfach. Ey, hat er ihn gestöhnt, als wenn er gerade kommen würde? Alter. Das ist ekelhaft. Yeah. Jetzt kommen wir in ein Gehege rein. Ich sehe schon wieder einen Comfy. Der löst Unbehagen in mich aus. Kaffee-Unbehag quasi. So. Dann komm mal her, Junge. Da kommen ja noch mehr hier. Richtig aus dem Maul. 12 von 12. Ach, sollte ich machen, okay. Das war eine Aufgabe. Sowas hatte ich schon mal. Wo ich offscreen die Dinger gemacht habe. Da habe ich dank eines Glitches oder eines Bugs habe ich eine Mission schon vorher machen können, die ich hätte vorher eigentlich nicht hätte machen können, weil man dazu ein Demo hätte gebraucht, aber diese Wand, wo man einen Triceratops für bräuchte, die war verbuggt und da konnte ich einfach durchlaufen mit meinem Leo-Charakter. Und von daher... Boah. Was ist das? Eine Wand. Da muss ich hin. Ja, ist ja gut, da muss ich hin. Okay. Ja, verschwindet in der Wand natürlich. Wie soll das sein? Hier komme ich nicht mehr durch, oder? Muss man schon von einer Seite öffnen. Denke ich mal. Oh, eine Palme. Ich wedel mir mal die Palme. So. Palme ist gewedelt. Singles kennen das. Natürlich Singles, die Gärtner sind. Also die streicheln halt auch Palmen. Und wedeln die einfach. Nein, ich sehe schon wieder, was ihr denkt. Ihr seid so versaut einfach. Ach, ist das nicht die alte... Boah, das ist ja die alte Dings, ne? Zeit für einen neuen goldenen Stein. Instagram. Fotos. Oh, wie er mit seinem Demo spielt. Moment. Nee, nein, so meine ich das nicht. Ich denke schon wieder falsch. Was? Ich kann mir eine Gyrosphäre kaufen? Was? Cool. Mega. Halt. Bräuchte man vielleicht auch hier irgendwo eine Gyrosphäre? Nee. Nee. Glaube ich eher weniger.
Eine Gyrosphäre, die hat ja Fähigkeiten. Und wenn man irgendwo eine Gyrosphäre braucht, kann das eventuell ja auch sein, dass man da... dass man diese für... Der hat gerade aus Knochen einen Schlüssel gebaut. Was? Wie soll das bitte gehen? Alter. Ich glaube, das hatte ich noch nicht erzählt. Ui. Alter, wie es da aussieht. Tante Claire schickt sicher jemanden, um uns zu suchen. Wir warten hier. Er wird uns finden. Wird er nicht. Lass das. Komm schon. Alter. Oh oh. Konfis. Was machen die mit den Schildern? No. Da liegt ein verletzter Konfi. Moment. No. Hab den verletzten Konfi gesehen. Ich meine, ich verprügel die dauernd. Aber ich, nur weil ich es muss. No. Der arme Konfi, Mensch. Sag mal, wenn ich dem Konfi helfe, ist es dann möglich, dass ich manche Sachen, dass ich den vielleicht auch spielen kann, also steuern kann? Ist das... Ich meine, ich weiß es nicht, aber wäre logisch. Weil ich erinnere mich immer noch an diesen... Willst du ihn etwa pflegen? Ich kann mich immer noch... Da oben durchsuchen. Kannst du mir doch ich kann mich immer noch daran erinnern... an diesen roten Stein, an den ich nicht rankam, in diesem Baumstamm. Hier ist etwas Fleisch. Sieht nicht gerade frisch aus. Die meisten Fleischfresser können ohne Probleme Aas fressen. Schön für sie. Weiße Mäuse. Suche Lego-Gegenstände, die über dem Kompi angezeigt werden, um ihn zu heilen. Okay. Ich sehe einen Schokoriegel auf dem anderen Regal. Ich kann ihn durch den Schacht erreichen. Ein Schokoriegel? Klar, Dinos essen ja auch Schokoriegel. Das ist völlig legitim. Vor allen Dingen, wie alt muss der sein? Wie alt muss dieser Schokoriegel bitte sein? Alter, Geschafft! Sowas will der essen? Ich... Boah, Alter. So ekelhaft. Ich glaube, ihm geht schon besser, Zack. Ich soll noch ein Eis finden, aber... Ich muss ja... Hier kann man gut und gerne mal einen blauen Stuttfisch. Aber wir müssen ja wieder Stuttfisch sammeln. Oh ja, das Areal ist ziemlich groß hier. Muss ich mal so zugeben. Sieht ziemlich groß aus. Wie mein Pelikan-Schreiber. Das ist unendliche Weiten einfach. Was ist das hier? Ich kann nur John Hammond machen. Wir sind ja auch auf altem Gelände, ne, von was John Hammond hier gebaut hat. Oh.
wieder reparieren. Ne? Mit welchem Alter, das ist mega alt alles da. Wo zur Hölle kommt der Strom her? Keine Sorge, ich regle das. Er will es regeln, hat er seine Tage. Ach, der ist eine Fackel, ne? Ja. Alter. Wie zündet er das denn bitte an? Jo, mittig. Mega. So, besser so? Ja. Alter, Skelette kaputt machen. Ah, das kann nur Dings machen, ne? Aber der eine konnte doch... Hä? Ach so. Hä? Oh! Das kam jetzt. Unerwartet. Ja. Kann ich auch mal so sagen, aber ich will hier nochmal suchen. Das. Ich will hier nochmal alles ein bisschen absuchen. Dass ich hier nichts vergesse. Wegen Stats und so. Hä? Achso. Wir sind jetzt hier, also. Ah, so. Ja gut, dann haben wir nur. Das ist nur ein Helm. Da kriegst du einen Helm, du Schelm. Das ist eine Banane. Ja, mit dem Eis diverse Dinge verkloppen. Vor allen Dingen. Moment, das ist mir gar nicht aufgefallen. Der Strom, der war noch gar nicht am Strom angeschlossen. Wie zur Hölle ist das eiskalt geblieben? Weil der Kühlschrank, der war ja aus, der hatte ja keinen Strom. Wie geht das? Ich will das mal wissen. Nee, der kann da ja. Ich hoffe, das reicht. Hat es. Er sieht schon viel munterer aus. No. Na toll. Jetzt folgt er uns. Yeah. Compsognathus oder ich. No, ich kann diesen Kompi steuern. Wie geil. Wie mega. Hast du selbst? Hä? Ach, dafür sind die... Komfinosaurus können Kompi-Röhren verwenden, um schwer erreichbare Orte zu erforschen. Wie meinen Arsch, der ist genauso schwer erreichbar. Entschuldigung. Oh, der kann mir dieses Nutella aus der Ritze lutschen. Das kann er denn machen, wenn er schwer erreichbare Orte erforschen kann. Oh, Entschuldigung. Oh. Hä? Hä? Wo will er hin? Da, wo ihr nicht hin wollt. Er sieht aus wie ein Lurch irgendwie jetzt. Lurch! Survival! Mich erinnert das hier voll an so eine Poströhren, also so eine Rohrpost einfach. Erinnert mich voll daran. Wie das einfach alles kaputt machen kann. Ja, so ein Riesengerät kaputt machen. Man hört sich jetzt falsch an. Aber wenn ich den steuern kann, kann der bestimmt auch den roten Stein holen. Wenn ich den freigeschaltet bekomme, ich weiß es ja nicht. Dass man den... Was? Ich glaube, er mag uns? Ja.
Na los, rüber mit dir, Gray. Der fährt nirgendwo hin. Zumindest nicht ohne den Motor und das Vorderrad. Benzin braucht es sicher auch. Ja, das glaube ich auch. Wie Schrott das hier alles ist. Ist das so ein altes Auto? Also. Oh. Das war unbewusst. Sogar voll unbewusst. Alter. War das Garagentor? Und ich darf den Kleinen jetzt nicht verwechseln. Das wird mir bestimmt auch schon, das wird mir bestimmt auch passieren. Moment.